Wirkt die Homöopathie jetzt oder nicht? Man bräuchte wissenschaftliche Studien, um diese Frage mit aller Klarheit beantworten zu können. Aber genau die sind bei der Homöopathie gar nicht so einfach zu machen. Im Jahre 2005 schien die Homöopathie endgültig entzaubert zu sein. Ein Team von Wissenschaftlern analysierte 110 verschiedene Studien zur Homöopathie. Das Ergebnis dieser Gesamtschau veröffentlichten sie in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet. Es war vernichtend. Die Experten fanden keine Belege dafür, dass die Homöopathie besser wirkt als Placebo. Kritiker sahen sich bestätigt. Und für die Herausgeber der Zeitschrift war damit das Ende der Homöopathie besiegelt. Doch ist es wirklich so einfach? Klaus Linde von der Technischen Universität München hat selbst jahrelang an der Homöopathie geforscht. Er weiß, die Heilmethode ist so komplex, dass exakte wissenschaftliche Untersuchungen schwerfallen. Solche Studien sind schwer durchzuführen, vor allem auch aus homöopathischer Sicht, da die Individualisierung erhebliche Anforderungen stellt für die Durchführung, und dann werden die auch wissenschaftlich sehr schwer durchzuführen. Dann fehlen dafür natürlich auch die Ressourcen, die Förderung und auch die Erfahrungen mit solchen Studien. Denn es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wirkt Homöopathie insgesamt? Ist es vielleicht nicht mal das Medikament oder nicht ausschließlich das Medikament, sondern ist es vielleicht das Gesamtpaket Homöopathie, das tatsächlich klinische Effekte macht? Auch die Negativstudie aus dem Jahr 2005 hatte erhebliche Schwächen. Das daraus abgeleitete Ergebnis ist deshalb nach Meinung von Klaus Linde nicht haltbar. Von den 110 Untersuchungen zur Homöopathie wurden nur die 8 größten statistisch ausgewertet. Viel zu wenige. Die Gründe dafür bleiben bis heute undurchsichtig. Hätten Sie beispielsweise 14 Studien, wie es in der Reanalyse dann nochmal passiert ist, eingeschlossen, dann wäre das Ergebnis positiv gewesen. Das zeigt, dass auch dieses Ergebnis jetzt kein eindeutiges ist, sondern nur eben zeigt, dass es keine eindeutige Beleglage zugunsten der Homöopathie im Vergleich zu Placebo gibt. Trotzdem, die Schlussfolgerung, dass Homöopathie nicht wirkt, bestimmt bis heute die öffentliche Berichterstattung. Obwohl inzwischen auch viele wissenschaftliche Studien sagen, Homöopathie wirkt. Ursprünglich hatten auch hier die Mediziner starke Zweifel daran. Am Universitätsspital Bern. In einer Studie wollte ein Team um Maya Steinlin untersuchen, ob Homöopathie bei Kindern wirkt, die an ADHS erkrankt sind, also unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden. Mitbeteiligt an dieser Studie war der Kinderarzt und Homöopath Heiner Frey. Er sollte die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen homöopathisch behandeln. Die Auswahl der Patienten findet am Universitätsspital in Bern statt. Mit verschiedenen Konzentrations- und Wahrnehmungstests stellen die Mediziner den Schweregrad der Erkrankung fest. Über 80 Kinder und Jugendliche nehmen schließlich an der Studie teil. Alle sind etwa gleich stark von ADHS betroffen. In einer ersten Studienphase versucht Heiner Frey, das jeweils passende homöopathische Arzneimittel für die Kinder zu finden. Nicht immer klappt das auf Anhieb. Bei einigen Patienten zeigt sich erst nach dem dritten Präparat eine Besserung. Insgesamt kommen bei den Kindern etwa 17 verschiedene Substanzen zum Einsatz. Ihre Wirkung zeigt sich überdeutlich. Zum Erstaunen der Ärzte an der Universität Bern. Also in dieser ersten Screening-Phase konnten ganz klar die Symptome der Aufmerksamkeit sowohl in den Fragebogen, den wir den Eltern gegeben haben, als auch in unseren neuropsychologischen Tests, die wir am Schluss dann noch durchgeführt haben, signifikant und deutlich vermindert werden. Danach beginnt die eigentliche wissenschaftliche Untersuchung. Eine Gruppe der Patienten bekommt 4 Wochen lang nur ein Placebo, ein Scheinmedikament. Die andere Gruppe das echte homöopathische Arzneimittel. Anschließend wird die Behandlung der beiden Gruppen vertauscht. Weder Arzt noch Patienten wissen, wann Placebo oder echtes Mittel verabreicht wird. Schließlich bekommen alle wieder die echte Arznei. Regelmäßig ermitteln die Mediziner, wie sich Symptome und Erkrankungen der Patienten in dieser Studienphase verändern. Das Ergebnis ist wiederum verblüffend.
Wenn wir hätten mit dieser Studie beweisen wollen, dass Homöopathie nicht wirkt, dann wären wir ganz klar gescheitert und dann müssten wir sagen, das kann man mit dieser Studie nicht beweisen, sondern man muss eher sagen, wir haben Anhaltspunkte dafür, dass diese Homöopathie doch wirkt. Trotzdem bliebe die Frage offen, ob das Arzneimittel, das Arzt-Patienten-Verhältnis oder andere Faktoren gewirkt haben, meinen die Unimediziner. Für Heiner Frey ist die Antwort klar. In der Regel geht das so, dass wir nicht gerade beim ersten Versuch das richtige Arzneimittel finden, sondern manchmal zwei, drei oder vier Arzneimittel hintereinander geben. Und wir haben gesehen, dass die vorausgehenden Arzneimittel, die haben kaum etwas bewirkt, obschon da meine Zuwendung immer genau gleich war, währenddem dann das bestpassende Arzneimittel einen Sprung in der Besserung gemacht hat, der hochsignifikant war. Das ist eigentlich der Beweis, dass es nicht meine Zuwendung ist, sondern eben das Arzneimittel. Eines ist mit dieser Arbeit aber auf jeden Fall klar geworden. Homöopathie lässt sich mit exakten wissenschaftlichen Methoden erforschen. Es ist nur nicht einfach. Von dem Ergebnis motiviert, versuchten die Mediziner, die Studie ebenfalls im Lancet zu veröffentlichen. Die Prüfer der Zeitschrift aber lehnten ab. Wir hatten dann nach 10 Tagen den Bescheid, die Arbeit ist sehr gut, aber sie ist nicht geeignet für unser Journal. Unsere Leser wollen anderes. Offensichtlich wollen die nicht, dass Studien mit einer positiven Wirkung der Homöopathie veröffentlicht werden. 5 Jahre nach der Studie steht fest, fast 90% der ADHS-Patienten nehmen weiterhin nur homöopathische Arzneimittel oder können auf eine Behandlung ganz verzichten. Die übrigen stiegen wieder auf konventionelle Medikamente um. Bei ihnen verschlechterten sich die Symptome.